Guten Abend zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute Abend aus Unterseen. Das sind unsere Themen. Das Problem mit den illegalen Bike-Trails im Oberland, jetzt äussert sich ein Biker. Und wir schauen bei der Gewinnerfirma vom diesjährigen Thuner Sozialstern vorbei. Zuerst aber noch Aktuelles, was zu reden gibt, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Stefan Gerber wird neuer Cheftrainer. Der bisherige Trainer Reto Gertsche hat letzte Woche sein Amt per sofort niedergelegt. Jetzt hat der Schlittschuhclub Unterseen Interlaken der 57-jährige Stefan Gerber für einen Posten gewonnen. Der Kanton will Simmen sichern und revitalisieren. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat den Beitrag von 1,17 Millionen Franken für den Hochwasserschutz und die Revitalisierung von Simmen in der Gemeinde St. Stefan bewilligt. Damit so etwas wie letzten Sommer nicht mehr passieren kann. Regierungsrat beantragt Millionenkredit für die Turnhalle. Die Sporthalle auf dem Gymnasiumareal in Interlaken ist sanierungsbedürftig. Darum lässt die Kantonsregierung das Parlament über einen Kreditantrag von 13,4 Millionen Franken entscheiden. Man kennt es schon länger. Das Problem mit den illegalen Bike-Trails im Berner Oberland. Der Konflikt zwischen den Bikern, den Waldbesitzern, den Wanderern und den Behörden gäbe es nur, weil das Angebot fehle. Das sagt der Downhiller und Velo-Enthusiast Louis Eisenhut. Wir haben den 21-jährigen Biker zu Interlaken getroffen. Wir haben hier im Oberland und vor allem in der Jungfrau-Region eine Bike-Community, die stetig am Wachsen ist. Und das Bedürfnis von legalen Bike-Strecken in unserer Region wird immer grösser. Und ist aber noch nicht vorhanden, also die legalen Bike-Strecken. Und wegen dem sind wir jetzt dafür am Kämpfen, dass es so etwas bald bei uns wird geben. Es ist ja so, dass illegal biket wird hier auf dem Bödeli, unter anderem auf dem Rugen. Der Artikel hast du ja hier gelesen. Was sagst du zu dem? Es zeigt einfach, wie gross das Bedürfnis ist von dieser Community, die wir hier haben. Und dass unbedingt etwas muss geschehen muss. Schlussendlich werden Konflikte entstehen, die werden immer grösser. Und für das zu vermeiden, wollen wir etwas Legales machen in dieser Region. Wenn jetzt die Politik grünes Licht wird geben für neue Bike-Trails, sagen wir gerade 3-4 Stück hier auf dem Bödeli, ihr wärt parat? Wir wären ready. Also die Organisation ist da, wir haben Vereine im Hintergrund, die uns unterstützen würden. Die Locals sind motiviert, es braucht einfach nur noch zu gehen. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Viele legale Bike-Strecken hier. Einfach, dass wir Biker einen Platz haben und Ort haben, wo wir uns austoben können, wo wir in der Natur sein können, ohne andere zu gefährden oder auch ja, schlussendlich in Konflikt zu treten mit anderen Personen. Von den Bikenden jetzt zu den sozialen Firmen. Jedes Jahr wird ein Unternehmen für ihren Umgang mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ausgezeichnet. Das von der beruflichen Förderung und Klärung Thun. Der Sozialpreis 2021 geht an die Reichenbacher Fritschi AG Swiss Bindings. Für den Produktionsleiter Roger Lichte ist das Engagement selbstverständlich. Sozialschwächere Mitarbeiter zu integrieren. Und da sind wir sehr stark eigentlich engagiert. Aber es ist schon die DNA von unserer Firma, dass wir ja seit über 20 Jahren mit so Arme Frutigen zum Beispiel, wo wir behinderte Leute beschäftigen. Das sind vier Leute, die da vollumfänglich Arbeiten machen für uns. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Sie haben mal angefragt, also das BFK hat mal angefragt, ob sie uns dürfen nominieren dürfen. Und ich habe gesagt, ja, was ist denn ein Sozialstern? Ich hatte keine Ahnung. Jetzt weiss ich es. Und es hat mich außerordentlich gefreut, als ich das Telefon bekommen habe, dass sie den Preisträger auf diesem Sozialstern. Und es ist sicher auch ein Dank an meine Leute. Und es wird sicher auch eine Firma, genau, die Sozialschwächeren, denen werde ich das alles teilen und werde auch mitnehmen, über das reden. Und die werden eine riesen Freude haben, morgen Betrieb. Ich weiß, was ich damit machen will, aber es tut noch nicht Preis geben. Ich
Ja, ein bisschen weniger geheimnisvoll als Roger Lichti. Das sind unsere Wetterexperten von Meteo News. Sie sagen euch in ein paar Momenten, wie es die nächsten Tage ganz genau weitergeht. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung-Wetter für das Berner Oberland. In den Tälern haben wir heute zum Teil noch hartnäckige, hochnebelartige Wolken gehabt. Wir sehen es zum Beispiel hier auf der Webcam oberhalb von der Lenke, einen wunderbaren Blick hier auf das Hochnebelmeer. Drüber haben wir zum Teil noch ausdehnte Wolkenfelder gehabt. Grundsätzlich haben wir aber schon heute hochdruckbestimmtes Wetter gehabt. Das Hoch Valentina, das dehnt sich morgen weiter vom Atlantik her bis nach Mitteleuropa aus. Entsprechend geht es mit ruhigem Herbstwetter weiter. Allerdings hat das natürlich in dieser Jahreszeit ohne Haken. Und das ist der Nebel. Es kann sich also bis morgen Morgen gebiet sein, in den Tälern wieder Nebel bilden, speziell so Richtung Aaretal zu, die Obergrenze etwa 700 Meter. Außerhalb, da ist es aber sonnig. Die Temperaturen, die gehen in tiefen Lagen, zum Beispiel am Thuner und Brienzersee retour gegen Gefrierpunkt, in höheren Lagen, da starten wir dann frostig in den Freitag. Am Nachmittag da löst sich der Nebel vielerorts auf. Abgesehen von dem ist es weiterhin sonnig, praktisch wolkenlos und der Sonne auch ziemlich mild. Grindwald beispielsweise, da gibt es bis etwa 10 Grad. Adelboden 8 Grad und das Thunspiez und das Interlaken, da ist es ähnlich mild. Dort haben wir etwa 7 bis 9 Grad. Am Samstag geht es sehr ähnlich. Weiter in den Tälern zum Teil Nebel oder tiefen Hochnebel. Die Obergrenze etwas höher, bei knapp 1000 Meter. Dann löst sich aber gebietsweise wieder auf im Verlauf des Tages. Abgesehen von dem ist es weiterhin sonnig. Die Temperaturen im Nebelgrau bei etwa 6 Grad der Sonne, da haben wir zum Teil zweistellige Werte. Am Sonntag zuerst nochmal gebietsweise Nebel. Abgesehen von dem ziehen zum Teil noch dichte Wolkenfelder auf. Die Temperaturen sind der Lacken bei rund 6 Grad. Und am Montag dominieren die Wolken. Gebietsweise kann sie dann auch ein bisschen nisseln. Es bleibt weiterhin eher kühl mit etwa 5 Grad. Und dann haben wir wahrscheinlich vorübergehend nochmal Hochdruckwetter. Allerdings unten dann wieder Hochnebel. Drüber wird es aber nochmal recht sonnig. Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.